Schönen guten Abend und willkommen bei Fragen und Antworten zur Gena Trader. Mein Name ist Daniel Stocksreiter und wir werden heute ungefähr 60 bis 90 Minuten zusammen verbringen und neue Themen werde ich Ihnen vorstellen, sowie versuchen auf Fragen, die im Laufe dieser Zeit kommen, einzugehen. Wenn Sie mir kurz im Chat noch bestätigen könnten, das Bild tauglich ist und meine Stimme gut verständlich, dann wäre ich Ihnen dankbar. Alles klar. Gut, dann geht's los. Ich habe ja gestern auch eine E-Mail dazu ausgesandt, um das Thema dann ein bisschen anzusprechen, das ich vorbereitet habe. Vorher noch kurz zu meiner Person. Bin bei Gena Trader im Managementbereich für Kundenbeziehungen tätig. Softwareausbildung, Support, habe davor studiert auf der Uni Wien und eben seit 2014 hier mit dabei. Wichtig, bevor wir starten mit den Themen, Risikohinweis, alles was jetzt gezeigt wird, ist kein Vorschlag zum Handel oder keine Handelsempfehlung, das ist, dient rein zu Schulungszwecken und Sie handeln gleichwohl auf Ihr eigenem Risiko und auf Ihrer eigenen Gefahr. Also bitte das auch genau durchlesen. Was ich eben vorbereitet habe, und zwar weil auch die Frage immer wieder mal gekommen ist, und zwar wie sich die Trading-Strategien im Setup-Escort verhalten und ob man da Live-Beispiele sehen kann. Und ich habe mir dann gedacht, wir machen einfach Backtesting einmal anders. Das heißt, wir machen sowas wie einen halbautomatisierten Backtest, wo wir einfach Signale selbst handeln auf historischen Daten mit aufgezeichneten Daten, die auch vorgespielt sind, damit man eine Logik, die vielleicht über mehrere Stunden, Tage geht, in ein paar wenigen Sekunden dann sehen kann. Und dieses nette Feature, das der Gena Trader mit sich bringt, um das umzusetzen, ist eben der Record Replay Escort, der es eben erlaubt, einen Download von Tick-Daten bei einem Datenfeed zu machen, den wir dann abspielen können in einer gewissen Geschwindigkeit, um dann simuliert im Chart die Preise sich bewegen zu sehen, um auf diesen Chart dann mit einem verbundenen Trading-Konto, das automatisch verbunden wird, gewisse Strategien zu handeln, also Stop-Target-Strategien, gewisse Risikomanagement-Einstellungen, beziehungsweise einfach auch die Signale, die Sie entweder programmieren oder mit dem Condition Escort selbst bei Track and Drop anlegen. Und wir werden eben Setups definieren, beziehungsweise habe ich welche definiert, die ich Ihnen einfach kurz vorstellen werde, was so möglich ist. Sie können mir dann gerne auch Vorschläge machen, welche Setups Sie sehen möchten und wir probieren das aus. Geht eben um historische Daten. Ich habe damit der Download, weil der dauert dann doch einige Minuten, je nachdem wie viel man runterlädt, habe ich mir bereits jeweils eine Woche an Daten für den DAX 30 sowie den Dow Jones runtergeladen im Dezember, eine sehr gute Zeit für Long-Positionen, sollte man meinen. Und ich zeige Ihnen mal kurz, wie das dann funktioniert und in weiterer Folge einfach, wie das so aussieht, wenn man dann live oder live auf diesen historischen Daten diese Setups ausprobiert. Wir wechseln gleich in die Software. Und nach ungefähr 30, 45 Minuten, je nachdem wie lange das dauert, aber ich werde versuchen, mich da in... Okay. Dürfte die Übertragung nicht gleich funktioniert haben. Ich zeige das einfach gleich nochmal. Wie gesagt, erklärt habe ich es ja. Und ganz wichtig, Record Replay Escort zu finden, hier im Zubehör, Tools Zubehör, und mit dem Rechtsklick in das Fenster im Großen und Ganzen können wir eben diese Aufzeichnung, den Download etc. starten. Und wie ich schon kurz vorgezeigt habe, da dürfte das Bild noch nicht übertragen worden sein, da gab es einen kleinen Fehler, aber das ist jetzt korrigiert, also es müsste jetzt passen. Ja. Daher immer meine Frage ganz am Anfang. Sehr gut.
Wie gesagt, ich wähle dann im Weiteren so eine statische Liste aus und zum Beispiel eben diesen DAO 30 und die Zeitperiode von wann bis wann mit Uhrzeit, und wenn ich dann OK klicke, startet der Download. Ich muss dabei eben mit einem Datenfeed, der diese Daten auch liefert, verbunden sein, damit das funktioniert. Und dann bekomme ich nach 10, 15 Minuten eben diesen Eintrag und sehe hier, von wann bis wann hier solche Daten runtergeladen wurden, und kann dann im weiteren Folge hier mit Start oder Stopp diesen Replay starten, beziehungsweise auch pausieren, wenn ich das möchte. Ich mache das ein bisschen kleiner wieder. Ich werde jetzt einfach mit dem DAO 30 starten. Vorher müssen wir den Datenfeed disconnecten, also die Verbindung abbrechen, damit wir eine neue starten können. Und jetzt klicke ich einfach mal hier auf Start, und Sie sehen, es werden jetzt die Daten geladen. Ja, links, das passt alles soweit. Und momentan haben wir Geschwindigkeit 1, das heißt 1:1, wie auch die Märkte ticken. Und ich kann hier die Geschwindigkeit dann dementsprechend erhöhen. Und mache jetzt einmal zum Beispiel 50. Immer eintragen, dann Enter. Und dann sehen Sie hier, wie die Kerzen dann viel schneller schon gezeichnet werden. Und im Grunde genommen warte ich dann jetzt einfach nur noch ab, bis ich auf der linken Seite eines der Signale bekomme, die hier, hier eingestellt sind. Ich klicke jetzt einfach mal auch wieder auf Pause, weil es ist gerade was im Scan gekommen. Ob man zu Marktbeginn gleich einsteigt, 15:30 ist so eine Frage. Aber ich bekomme jetzt einfach mal Signale, klicke auf Pause und schaue mir die Signale einfach an, was hier vorgeschlagen wird. Jetzt haben wir halt meist viele Gaps, die man vorerst sieht. Ich würde auch sagen, wir warten die erste Stunde mal ab, bis wir wo einsteigen, und sehen uns dann eine Trading-Strategie, die ich im Weiteren dann Ihnen zeigen werde. So, wir werden dann auf alle Fälle noch schneller abspielen, damit das wirklich, damit man so viel wie möglich auch uns ansehen können, was das betrifft. Und mit dem Feature haben Sie dann eben die Möglichkeit, genau Ihre Strategie, Ihr Signal mal wirklich auszuprobieren oder vielleicht sogar wirklich blind eine Woche runterzuladen und alles zu handeln, dass das ankommt, beziehungsweise Signale zu handeln und dann zusätzlich noch entscheiden, ob Sie wirklich einsteigen wollen. Das Backtesting, das Automatisierte, erlaubt ja rein einmal Parameter festlegen und man steigt bei jedem Signal, solange kein Trade noch offen ist, ein. Hier kann ich ja wirklich noch interagieren und sagen, nein, ich möchte hier doch noch nicht rein, obwohl ein Signal aufgetreten ist, weil der Markt vielleicht doch nicht das genau bietet, das ich gern sehen möchte, was das betrifft. Und jetzt schaue ich mir mal die ersten Signale an. Jetzt haben wir mal so eine gute Stunde verpasst. MACD Short ist das Signal. Man sieht es hier unten. Einfach wenn die Linie nach unten kreuzt oder nach oben kreuzt, dann bekomme ich hier ein Signal angezeigt. Habe mir das so eingestellt. Das geht dann ab 2.0, dass ich hier einen Text bekomme, die Kerze eingefärbt wird und ich auch im Scanner eine gewisse Farbe für das Signal zugeordnet bekomme. Ich kann das dann per Doppelklick in den Chart legen oder per Track and Drop. Bei Track and Drop, wenn ich das mache, kann ich das auch zum Beispiel in der Stunde mit einer Stundenstrategie in den Chart legen, weil ich das dann hier rüber ziehe. Jetzt waren die 15 Minuten schon aktiv. So, Stunde. Okay, das müssen wir uns nochmal anschauen. Gut, wir bleiben vorerst einmal bei den 15 Minuten und aktiviere das Ganze einmal. Ich kann dann eben, wir sind jetzt einmal auf Pause vorerst und können dann das wieder abspielen quasi und einfach uns einmal ansehen, geht uns der Trade jetzt auf oder funktioniert das Ganze nicht. Ja? In dem Fall werde ich zumindest einmal gefühlt, und an den Bollinger Bändern, die müsste man noch einstellen, wird quasi der Hardstop nachgezogen,
und der Softstop, der wird nachgezogen, immer 50 Ticks entfernt. Und auch das Target ist dann auch mit einem Tick-Abstand entfernt. Wir können uns das nochmal genauer ansehen, indem wir hier zum Beispiel diese Short-Option, haben wir jeweils einen Fix-Tick eingestellt, 100 Ticks Target, 50 Ticks der Stop. Und der Soft-Stop, diese gepunktete Linie, die ist die eigentliche Strategie, wo ich sage, okay, wenn die gebrochen wird, dann und sich der Preis wieder drehen anfängt, dann will ich eigentlich raus. Der Hardstop ist halt wirklich der letzte Stop, der greifen soll, also das höchstmögliche Risiko, das ich eigentlich in einem Trade eingehen möchte. Und der Softstop ist eigentlich schon auf Einstand, wartet aber natürlich noch ab, was so passieren wird. Jetzt muss natürlich der Preis sich wieder mal nach unten bewegen, damit er wieder nach unten gezogen wird. Aber wir sehen hier ganz gut, wie die Trading-Strategie inklusive Bollinger Bänder, ich aktiviere auch gleich einmal die Bollinger Bänder im Chart. So, jetzt sind wir auch ausgestoppt worden. Es war im Endeffekt, okay, war es dann ein Gap nach unten, nachdem der Tag geschlossen worden ist. Wir hätten das aber so einstellen können, dass wir schon davor rausgehen. Und jetzt im Großen und Ganzen hat uns das Target dann rausgenommen, nachdem der nächste Tag aufgemacht hat. War ganz gut. Vielleicht hätten wir kein Target nehmen sollen. Das ist dann jetzt dahingestellt. Jetzt geht es einmal nur um die technische Grundlage, und zwar wie diese Trading-Strategien im Chart so aussehen. Und wir können das einfach einmal weiter laufen lassen und uns irgendwelche Strategien genauer ansehen, die jetzt da vorgeschlagen werden, würde ich einmal sagen. Und dann sieht man ohnehin, ob das aufgeht oder nicht aufgeht. Ich habe ja auch eingestellt, dass er ungefähr 10 Ticks mal den Entry entfernt einstellt. Das ist dann unterschiedlich von Wert zu Wert, ob ich dann weniger Ticks entfernt sein muss oder nicht. Aber ich kann mir hier immer die Order noch manuell verschieben und anpassen an das jeweilige Instrument. Auch wenn das eine Strategie ist, die automatisch laufen kann, können ja wir nach wie vor noch interagieren. Und man sieht sich dann einfach seine Signale an, ja, am besten wenn man Pause klickt, und probiert dann einfach ein paar Einstiege umzusetzen, indem man wieder per Doppelklick oder Drag and Drop das Setup in den Markt hineinlegt. Vielleicht noch kurz verschiebt und anpasst, sollte es notwendig sein, wie schon kurz erklärt, wir können ja eingreifen, und dann sich im Weiteren überlegt, gehe ich rein oder gehe ich nicht rein. Und man kann so dann irgendwo eine Woche, zwei Wochen, wie auch immer, mal traden mit seiner gerade fertiggestellten Trading-Strategie inklusive Signal und eben diesen Trading-Setups. Weil die Frage gerade im Chat auch kommt, was ist der Unterschied zwischen Hard- und Softstop? Ein ganz wesentlicher Unterschied, und wir werden es dann auch mit ein paar Szenarien dann auch besser sehen, wie sich das so verhält. Ich habe mir auch ein paar Ausschnitte rausgeschrieben, wo man das dann gut sehen kann. Und zwar geht es darum, dass der Hardstop ist eben der Stop, wenn er gebrochen wird, mit einem High, mit einem Low, egal wie er vom Preis getroffen wird, er stoppt sie sofort aus, also sie werden sofort rausgekauft aus dem Markt. Der Softstop, der darf berührt werden, er wird erst quasi aktiv, wenn er per Schlusskurs gebrochen wird. Und wenn er per Schlusskurs gebrochen wird, dann zieht dieser Hardstop auf das Low oder High, je nachdem welche Richtung ich im Markt bin, der letzten Kerze nach. Und erst wenn der Preis wieder gegen mich rennt, dann gegen mich läuft, dann werde ich ausgestoppt. Somit hat man eine Strategie, die sehr nah am Markt geführt werden kann, immer wieder mal berührt werden kann, aber erst wenn sie wirklich gebrochen wird, bei Schlusskurs aktiv wird. Und wie gesagt, ich habe mir ein paar Szenarien dann aufgeschrieben, wo wir das genauer sehen werden. Jetzt dürften wir dann eh wieder gleich am nächsten Tag sein, da habe ich mehrere Möglichkeiten für einen guten Einstieg. Ich glaube, wir können uns zwischenzeitlich die Strategie anschauen, da hat sich nicht viel bewegt,
würde ich einmal sagen, wir sind zwar abgeholt worden, aber der Markt läuft nicht so richtig an, vielleicht passiert es ja noch, aber hier trotzdem in den Bollinger Bänder wird einmal mein Stop nachgezogen, auch der Softstop funktioniert, und wenn es halt nicht läuft, bin ich lieber früher aus dem Trade wieder draußen, bevor ich hier Verluste noch akzeptiere. Und desto besser mein Risikomanagement ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Verluste, die ich bei vielen Einzeltrades vielleicht mal habe, ja, wenn es geringe Verluste ist, dass die Trades, die mir dann ja wirklich aufgehen, wirklich funktionieren. Oft mache ich 10 Trades und 2 funktionieren, aber die 2 bringen mir eigentlich die Gewinne, die meine Verluste aufbessern, beziehungsweise mich noch ins Plus katapultieren, sofern ich wirklich sehr gutes Risikomanagement betreibe, weil Sie werden sehen, jeder erfahrene Trader wird sehen, weiß, ein Signal ist gut, aber ich muss auch wissen, wie ich meine Trading-Strategie ein Stück weit managen kann. Und so, jetzt habe ich mir angeschaut, es gibt hier ein paar gute Setups, die ab 16 Uhr funktionieren. So, wo haben wir zum Beispiel, hier sollte dann ein Signal kommen, damit ich Ihnen das vorführen kann. So, jetzt haben wir ein Signal, MACD wieder schneidet sich nach oben, und diesen Trade gehen wir mal ein auch. Hier habe ich wieder ein Target dabei, ja. Aktiviere ich, und dann schauen wir uns, und das, aber ich werde jetzt ein paar mehrere gleich eingehen, damit wir unterschiedlichste Setups sehen. Man kann man sich dann ein bisschen durchklicken. Auch hier ist es zwar schon jetzt ein bisschen älter, das Setup, aber ich probiere jetzt einfach trotzdem eine Strategie hier einfach zu machen, aktiv gesetzt. Wenn ich hier in der Preisleiste scrolle, kann ich das noch ein bisschen ranzoomen. Ich sehe, mein Target ist extrem weit entfernt, weil ich das wieder auf Ticks habe und das nicht bei jedem Instrument dann anwendbar ist. Aber das machen wir jetzt einfach einmal. Und wie gesagt, alle, die jetzt gerade einschalten, das sind historische Daten, das ist jetzt nicht Live-Trading, ist auch offensichtlich, weil ich das ja immer wieder anhalten kann. Aber hier schauen wir uns einfach einmal gewisse Trading-Logiken an, ob sie, wie sie funktionieren im Magena-Trader. Ja. So, Microsoft ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Hier haben wir dann das Turtle-Signal. Ja, da habe ich eigentlich kein Target, sondern rein einen Bar-by-Bar-Soft-Stop und diesen Dungeon-Channel, der zur Strategie passt, als Stop mitgenommen. Und ja, lassen wir das einfach einmal kurz laufen. Und sehen wir uns das Ganze dann an. Ich klicke ein bisschen dann hin und her, damit Sie sehen können, wie das Ganze so funktioniert. Auch Microsoft ist angelaufen vom Trade her. Nein, wie wir sehen, Microsoft bin ich wieder ausgestoppt worden, besser früh draußen. Aber hier haben wir eventuell was, wo wir das genauer sehen können. Ebenfalls hier der Softstop, ja, das ist wieder diese Tickgröße, ist für das Instrument scheinbar nicht anzuwenden, hätte man andere Strategie nehmen sollen, aber genau solche Dinge kann man dann eben feststellen, welche Strategie funktioniert wo, und kann ja immer wieder vor- und zurückspulen, um mir dann unterschiedlichstes anzusehen. Ja. So. Probieren wir die jetzt einmal aus. So. In dem Fall ist der Bar-by-Bar-Stop genommen worden, der 2 Bars zurück im Soft-Stop zieht, also sehr eng eigentlich am Markt, und eben am Dungeon Channel, am unteren Dungeon Channel ist der vorerst dieser Hardstop. Der kann natürlich nicht zurückziehen, sondern nur immer in Richtung Trading-Strategie. Und
bleibe dann einfach so lange stehen, bis der Preis sich wieder in meine Richtung bewegt oder ich ausgestoppt werde. Und hier bleiben wir auf dem Preis hier gerade stehen, zwei Bars eben zurück. Jetzt wieder zwei Bars zurück, bleiben wir auf dem Preis des nächsten Bars da hinten stehen. Und so zieht sich die Trading-Strategie nach oben. Ja. Das ist natürlich eine Strategie, da muss mir der Trade aufgehen, sonst wäre ich recht schnell wieder ausgestoppt. Ist eben der Vorteil, wenn sie funktioniert, dann mache ich gute Gewinne und die Verluste halte ich gering, weil wenn sie nicht funktioniert und der Trade zu lang braucht, um in die Gänge zu kommen, ich schnell wieder aus dem Markt draußen bin und mir etwas woanders investieren kann. Hier sind wir jetzt auf einen Stand nachgezogen worden bei einem Risiko. Das zeige ich Ihnen, wo man das einstellt, haben wir nach auf 0 nachgezogen. Hier hat es halt auch den Übergang vom Tag gesehen, deswegen ist diese Stop-Logik hier noch, also schon gegriffen worden, aber die Kerze ist also gleich nach oben abmarschiert. Ja. Und wir sehen hier, die Trading-Strategie funktioniert auf mehreren Tagen und arbeitet weiter. Also hier wäre halt der Stop dann zumindest auf die untere Kerze gelaufen, wenn das innerhalb des Tages passiert wäre. Aber wir sehen ja schon auf Einstand, also das ist ein risikofreier Trade eigentlich. Und egal welche Strategie ich nehme, die Logik ist immer die gleiche. Ich muss bei Schlusskurs gebrochen werden, damit dieser Softstop triggert. Und der Hardstop wartet natürlich jetzt auf den Donchian Channel, bis er wieder weiter nach oben kommt, um dort wieder nachziehen zu können. Wir sehen hier, der Hardstop passt sich jetzt wieder dem Donchian Channel an und die Trading-Strategie läuft genauso, wie wir es haben möchten. Und Sie können wahrscheinlich überall auf den Märkten suchen, so viele Trading-Strategien unterschiedlichster Art, die in der Art und Weise funktionieren, so genau werden Sie schon finden, aber nur für sehr teures Geld und selten so supported kriegen, wie wir das hier supporten. Ist ja, also das, was Sie hier sehen, ist ja im Grunde genommen Andromeda-Version, da ist kein Add-on, nichts dabei. Und genau diese Tests können Sie auch in einer 30-Tage-Demo, die es gibt, schon durchführen. Das ist alles mit an Funktionalität vorhanden. Man muss sich das nur einrichten und das erlernen Sie ja mit unseren Online-Videos. Weil die Frage auch gerade kommt, zurückspulen geht nicht. Man muss den, den Replay einfach neu starten, aber man kann hier bei Start um genau auswählen, zu welcher Uhrzeit ja, das gestartet werden soll. Und ich muss dann nicht irgendwie, wenn ich eine Woche runterlade, ein paar Tage warten, um zu starten. Sondern ich suche mir dann einfach hier zum Beispiel den 7.12. dann aus. Das ist so von 5. bis 7. habe ich mir das runtergeladen. Start 15.30 oder Start 16.30, je nachdem, wann ich wieder loslegen will. Und gehe dann einfach hier auf Stopp, dann ist alles weg. Ja. Und dann trage ich das hier ein, 16.30 und dann startet der Chart einfach oder dieses Replay ganz neu. Und ich kann vielleicht ähnliche Sachen, die ich gerade ausprobiert habe, mit einer anderen Strategie mir ansehen, ob die vielleicht besser funktioniert. Und ganz wichtig für die ganzen Stops und Targets, die wir anbieten im Setup Escort, ja, ich mache hier den Setup Escort auch auf. Oben über diese Toolbar oder hier über Tools finden Sie auch hier auf Strategien den Setup Escort. Ganz wichtig, die Session ist immer das erste, auf das man achten sollte. Man kann ja unterschiedlichste Sessions anlegen, das sind so wie Ordner, wo ich meine unterschiedlichen Scans und Strategien ablege, damit ich nicht hunderte von Strategien oder was in einem scannen muss oder so. Also Aktivierung hier, in meinem Fall habe ich eben diese zwei MACD-Crossover-Signale und diese Turtle-Signale aktiviert und kriege dann in weiteren Folge diese Signale in der Konfiguration. Das andere, was noch zu sehen ist, das sind so manuelle Setups, die noch drinnen sind. Die kann man eventuell wieder rauslöschen, aber die kommen mit dem COD-Paket momentan damit. Und dann links oder rechts haben Sie dann die Auswahl
zwischen all den Stops, die Sie hier aktiviert haben. Sie sehen, ich habe nicht alle aktiviert, die es gibt, sondern nur ein paar, weil ich brauche halt nicht alle. Und das Dirtle-Long-Signal basiert ja auf dem Donchian-Channel, wenn der gebrochen wird nach oben oder nach unten, plus ein paar andere Konditionen. Deswegen habe ich den hier ausgewählt. Bar bei Bar ist klar, das haben wir gerade gesehen, wie sich der verhält, habe aber auch die Möglichkeit, vielleicht hier einen Fixed-Tick-Stop anzuwenden, der nach einer gewissen Tickgröße nachzieht, wenn ich das machen möchte. Beziehungsweise hier meine Möglichkeiten, ein Target anzulegen. Eben, ich kann hier mehrere, wenn ich hier mehrere anklicke, einfach nur um das kurz fortzuführen, bekomme ich dann eine größere Auswahl. Warum mit der Aktivierung? Wir wollen, dass man sich das so übersichtlich wie möglich gestalten kann und nicht irgendwelche Stops und Targets dann in der Auswahlliste hat, die man nie verwendet. Und so lege ich mir dann diese Strategien an. Wenn wer von Ihnen jetzt einen Input hier liefern möchte und eine Strategie vielleicht mit demselben Signal, das wir gerade gesehen haben, testen möchte, bitte einfach reinschreiben in den Chat, welchen Stop und welches Target oder welche Trading-Strategie Sie vielleicht hier kurz vorgestellt haben möchten. Weil die Frage kommt, nein, der Donchian Channel Indikator muss nicht im Chart sein für Signal, nur das Signal muss im Chart geladen werden, aber man nimmt sich das natürlich als Hilfe, wenn man eine Donchian Channel Strategie verfolgt, dann ist natürlich ganz gut, dass ich diesen Donchian Channel auch im Auge behalte, um meine Entscheidungen dementsprechend gut umzusetzen, würde ich mal meinen. Wir sehen ja auch hier jetzt beide, ist aber den Bollinger und den Donchian Channel. Ganz wichtig wird auch immer beigebracht, die größeren Zeiteinheiten sich dazu anzusehen, um zu wissen, wo der Markt wirklich hinläuft, im Tag, in der Stunde etc., damit man nicht vielleicht eine prozyklische Strategie startet, obwohl man gerade in einer Korrektur ist und umgekehrt. So, das ist vielleicht noch zu erwähnen, aber eben Pivot Fast, Pivot Medium. Herr Seemann, passt, das probieren wir aus. So, Dirtle Long haben wir gehabt, dann müssen wir hier uns diese Stops aktivieren. Pivot Fast, Medium. Soll man ein Target dazu nehmen? Ganz wichtig auch, initial Hardstop kann man, muss man nicht, aber würde ich mal sagen, das ist so der Ausgangsstopp, das ist, kann der gleiche sein. Beim Hardstop geht es einfach ums Trailing, der Initialstopp selbst macht kein Trailing, führt kein Trailing-Stop durch. Der Soft-Trail-Stop sollte dann eben eher näher am Markt gewählt werden, damit man eben diesen Vorteil nutzen kann. Also das betrachten, es macht keinen Sinn, dass ich mir den Pivot Slow oder Pivot Medium oder Soft Stop nehme und umgekehrt Initial und Hard Stop den Fast. Ja, das würde jetzt nichts bringen. So. Target machen wir halt auch irgendwo vielleicht Multiple Risk, ein Level, und wir sagen einfach im Weiteren unter Parameter, kann ich das ja noch ein bisschen genauer konfigurieren. Für die Pivots brauchen wir eigentlich nichts mehr konfigurieren, man könnte noch eingeben, dass man hier ein paar Bars wartet, bis es losgeht. Und bei den Multiple Risk wähle ich mir halt das Risiko aus, also den Abstand zwischen Einstieg und Stop, dass mir dann das Target platzieren soll. Und hier will ich zweimal so viel gewinnen, wie ich eventuell riskiere. Und dann ist das auch eingestellt. Kleiner Tipp auch am Rande, wenn man im AT++ in diesen Parametern was verändert, dann sollte man AT++ einmal deaktivieren, wenn es aktiv ist, und neu starten, damit diese Änderungen wirksam werden. Und jetzt haben wir im Prinzip, müssen wir jetzt nur noch schneller vorspielen, damit das hier wieder losgehen kann. Und wir warten auf unseren Einstieg. Soweit ich weiß, haben wir da eher ein Signal bekommen. So, ups. Dann legen wir das rein.
Man sieht hier, damit man es kurz sieht, warum ist natürlich die Frage jetzt, warum ist jetzt der Stop, Initial Stop Only, jetzt müssen wir das nochmal prüfen, wo ich das eingestellt habe. So. That long, müsste eigentlich passen. Müssen wir eben einmal da deaktivieren. Und dann schaut das schon besser aus. Das ist eben diese Initialisierung, die ich schon kurz angesprochen habe. Man sollte das einmal ab- und anschalten. Jetzt haben wir eben den Pivot Medium. Die Pivot-Indikatoren, die basieren hier auf dem Swing-Indikator. Also wer es jetzt noch nicht so schnell gesehen hat hier, kann ich hier mehr die Indikatoren reinladen. Und der Swing-Indikator, relative Hochs und Tiefs, shows the relative high and low points based on the strengths. Also das ist so der Indikator, den ich brauche, um dann festzustellen, wo das hingelegt wird. Hier haben wir den Pivot Medium auf diesem Level, was das betrifft. Und doppelt so weit entfernt ist automatisiert das Target platziert worden. Also mit dem doppelten, also zwei Risikos in dem Fall. Schauen wir uns das noch ein bisschen so an. Ich werde vielleicht den Chart ein bisschen vergrößern, damit es für Sie ein bisschen besser sichtlicher ist. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach einmal an, wenn wir das aktiv schalten, wie diese Strategie jetzt einfach ablaufen wird. Aha. So, jetzt sind wir ausgeführt. Das Target ist recht weit entfernt mit zwei Risikos. Aber jetzt tickt es einfach mal dahin. Ja. Man sieht auch hier, wir haben ja den Soft Stop auf dem Pivot Fast gesetzt, der hier auch gut nachzieht. Hier haben wir den Pivot Medium aufs nächste Level schon gesetzt gehabt. Also das läuft jetzt eigentlich los. Targets kann man natürlich verwenden. Ich sage mal immer, wo lege ich das Target hin? Ja, es kann natürlich historisch mal betrachten, wo die Resistance liegt, Pivot Points vielleicht einschalten und so diese Verkaufslevel zu finden, um dann dort meine Targets hinzulegen. Also, aber wenn ich einen guten Trailing Stop habe, der mir hinten nachzieht, dann holt mich der Stop ja auch raus. Aber Targets werden oft verwendet, ist auch gut, um hier Ruhe zu bewahren, Teilverkäufe vielleicht auch zu machen und mit einem gewissen Ziel rausgehen. Wenn man sich vornimmt, ich will jetzt 100 Euro verdienen, 50 Euro verdienen und man erreicht das und dann hätten halt auch 200 möglich sein können, dann soll es halt sein, aber ich habe meine 100 erreicht und um die geht es ja einmal vorweg. Jetzt sind wir auf Einstand, also ich habe eingestellt, dass er bei einem Risiko, wenn das erreicht ist, auf das Einstiegslevel nachzieht, deswegen ist das Stop jetzt am Einstiegslevel und warten wir wieder ab. Das Target haben wir jetzt, wie gesagt, da fehlt noch ungefähr die Hälfte, bis wir dorthin kommen. Und weil die Frage kurz kommt, ich schaue es mir an, die Pivot Point Strichstärke, ich glaube nicht, dass man es verändern kann. Wenn man es verändern kann, dann müsste man es hier können, Strichstärke, hier kann man es verbessern. Kann man auch die Farben ändern, Line Width, das ist die Linienstärke. Hier immer unter visuell, wenn was vorhanden ist, kann man sich die Indikatoren, die im Chart sind, noch in der Anzeige verändern. Also hier Pivot Points und so weiter. Beim Swing-Indikator gibt es, soweit ich weiß, ja, gibt es auch Farbveränderung, Rot, Orange, so kann man auch hier einstellen. Und ja, dieser Swing-Indikator, wo die Pivot Mediums, Low und Fast Stops sich anordnen, man sieht sie auch hier beim Soft Stop wieder,
wie sich der am Pivot Fast quasi orientiert. Und sobald eine neue Linie kommt, sobald was Neues erkannt wird, geht das wieder weiter. Solche Trading-Strategien in dem Ausmaß sind eben wirklich nicht zu haben. Und vor allem kann ich jetzt noch hergehen und manuell eingreifen in diese Strategie. Ich kann den Stop jetzt näher ranziehen. Ich kann das Target vielleicht, wenn ich will, weil ich sage, okay, nein, jetzt haben wir den Hochpunkt erreicht. Ich probiere es noch bis daher. Vielleicht dreht sich das noch einmal und ziehe mein Target ran. Das ist eben dieser Halbautomatismus, der es erlaubt, noch mit der Strategie zu interagieren, wenn man das möchte. Ob es gut ist oder schlecht ist, dürfen Sie bitte entscheiden. Aber Sie können eine automatisierte Strategie wie hier nochmal während diesem Automatismus verändern und bearbeiten. Und sie wird trotzdem das weitermachen, für was sie da ist. Den Softstop an sich kann man aber nicht verändern. Den Hardstop könnte ich jetzt auch schon näher ranziehen, wenn ich das möchte, um gegebenenfalls mein Risiko zu minimieren. Jetzt sind wir rausgeworfen worden, ist eben das Target gefüllt worden, hätten wir auch eventuell diese zwei Risikos geschafft, wie sich hier das ergeben hätte, hätte ich das nicht rangezogen. Also Sie sehen, interagieren, ja, braucht man Targets, weiß nicht, wir wären hier noch viel länger im Trade drinnen geblieben, wenn wir einerseits kein Target mitgenommen hätten und andererseits nicht das Target jetzt noch näher rangezogen hätten. Aber so kann man sich das einfach und schnell überprüfen. Und wir schauen uns einfach nochmal die Einstellungen im Setup Discord an sich an, was ich da so gemacht habe, genau für diese Strategie. Und zwar eben dieses Dirt Long, Pivot Medium, Pivot Fast, ein Level mit den Risikos, und unter den Parametern haben wir eben die Möglichkeit, hier bei Dirt Long wieder dem Signal, hier rechts zum Beispiel Break-Even after N Risk, das heißt, ich möchte auf Null setzen, auf Einstieg setzen, wenn ein Risiko erreicht worden ist. Ja. Also diese Differenz zwischen Einstieg und Stopp. Kann hier auch noch eine Tick-Differenz eingeben, die zusätzlich draufgepackt wird. Warum? Wegen den Ordergebühren, dass man sagt, okay, man will noch ein paar Ticks mehr rauflegen, dass wenn es dann ausgestoppt wird, dass ich zumindest meine Ordergebühren auch wieder erinnern habe, und kann das dann hier auch auf Prozent und dem ATR umstellen. Ist, glaube ich, aber auch eine Funktion, die dann ab 2.0 kommen wird. Und im Weiteren eben die Konfigurierung der Stop-Escorts, Bar by Bar, kann ich auswählen, wie viel Bars er bleibt, also beim Hard, Initial und beim Softstop, wie viele Bars er wartet, bis er anfängt überhaupt mit seinem Trailing, etc. etc. Also wirklich von links nach rechts, ich aktiviere mir, was ich brauche in meinem Trading, konfiguriere mir das Signal passend zu die Strategie passend zum Signal. Wenn ich kein Signal habe, sondern halt einfach manuell in den Markt will, kann ich mir hier ein manuelles Setup erstellen, dann habe ich kein Trading-Signal, sondern einfach nur die Trading-Strategie und schaue mir einfach mit Zeichenobjekten zum Beispiel an, wo ich in die Märkte rein will, ist ja auch möglich, und in den Parametern gehe ich nochmal in die Tiefe, um meine Strategie noch etwas besser anzupassen. Und weil die Frage auch gerade kommt, ja, man kann auch 0,5 Risiko eingeben, indem man hier einfach 0,5 eingibt. Ja? Und dann passt das auch. Also hier ist eigentlich ein offenes Feld, da kann man alles eintragen, was das betrifft. Und ja, so, dann kommt die Frage, ob man das auch mit dem Supertrend machen kann. Natürlich kann man auch hier mit dem Supertrend-Stop diese Trading-Strategie jetzt ausprobieren. Hier haben wir den Supertrend-Stop, muss ich wieder aktivieren und stelle mir das hier jetzt einfach ein. So, Supertrend, Supertrend, und wir können ja auch einmal den Soft-Stop ausstellen. Das machen wir, indem wir Initial-Stop, Initial-Stop-Only auswählen. Ja. Nehmen wir mal vielleicht einmal das Target weg, und schon habe ich jetzt das Ganze mit dem Supertrend. Ja, übernehmen, dann wie vorhin schon erklärt, deaktivieren wir das kurz und
starten die Aufzeichnung neu. Und sehen uns das Ganze einfach mit einem anderen Stop an. Ganz wichtig, jetzt haben wir viel im Chart, wir nehmen das raus, was wir eigentlich nicht brauchen, und nur das hinein, was wir sehen möchten. Und in dem Fall ist es natürlich praktisch, wenn man den Supertrend reinnimmt. Hier ganz wichtig, wir müssen hier darauf achten, die Periode, den Multiplier und das Moving Period, die hier eingestellt wird, muss man natürlich auch im Stop einstellen oder zumindest angleichen, damit wir hier von gleichen Regeln sprechen können. Weil der Stop hat ja auch, wie Sie hier gleich sehen werden, beim Supertrend Stop diese Möglichkeiten der Auswahl. Es ist einmal, die Standardwerte sind normalerweise angepasst, das sehen wir auch hier, aber wenn Sie im Indikator was ändern, dann auch im Stop, sonst weicht der eventuell ab und Sie wissen nicht warum, ja? Also hier dann nicht wundern. Und wir spielen wieder vor und warten, bis ihm das Signal von vorhin kommen ist, und lassen uns das dann mit dem Supertrend dann einfach managen, ja? Und so, gehen wir wieder rein. Wie schon gesagt, ich habe jetzt kein Target genommen und wir warten einfach wieder, bis wir jetzt gefüllt wird. Weil auch die Frage jetzt kommt, kann man Strategien auch in der Tab-Chart-Gruppe, ich werde jetzt einfach ein paar Fragen posten, damit Sie sehen, was da so gefragt wird. Natürlich, in der Tab-Chart-Gruppe kann man auch Strategien anwenden. Man hat halt nicht den Scanner. Man muss sich, man bekommt Signale angezeigt in den Tabs. Und wenn AT++ läuft, kriegen Sie auch die Vorschlagorder in den Chart gelegt. Muss man sich aber eher hier über die Action Bar dann die Trades reinnehmen, weil links jetzt keine Liste mit Signalen da ist. Die Tab-Chart-Gruppe ist eben gedacht, großenteils für Screening, um sich schnell durch die Märkte zu klicken. Weil die Tab-Chart-Gruppe ist nichts anderes wie eine Anzahl von Einzelcharts oder Chartgruppen mit mehreren Zeiteinheiten, die gleichzeitig geöffnet sind. Das heißt, die sind wie Einzelcharts alle gleichzeitig offen und ticken. Die Listchart-Gruppe, da sind zwar alle Instrumente beim Datenfeed eingeschrieben, aber beim Durchklicken werden Sie eine kurze Ladepause, nicht viel, bemerken, weil dann die letzten Ticks noch angefügt wird, weil die dann nochmal runtergeladen werden. Die Tab-Chart-Gruppe, die läuft konstant. Da werden konstant Ticks genommen, ist auch ressourcenaufwendiger. Ich glaube, das Limit ist bei irgendwo bei 2000 Werten, die man in die Tab-Chart-Gruppe laden kann. In der List-Chart-Gruppe gibt es kein Limit. Das Limit bringt der PC, die Hardware selbst mit sich, was halt so möglich ist. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und ja, zurück zur Strategie. Sie sehen, das Trailing Stop zieht wunderbar nach dem Supertrend nach, der hier eingegeben worden ist, und managt meine Strategie. Und das ist ja die Idee auch ein Stück weit. Natürlich, wenn man wenige Werte nur handelt, dann kann man die Strategien noch beobachten, manuell managen. Aber wenn man wirklich mehrere Positionen handeln will und im Scanner mehrere hundert Werte laufen lassen will, dann wird man Probleme bekommen, jeden Trade automatisiert zu managen. Und da ist natürlich so dieser Halbautomatismus, der hier meinen Stop versetzt und hier meine Position nach dieser gewissen Strategie managt, natürlich sehr praktisch. Ja. Und Sie sehen hier, ich brauche eigentlich nicht mehr eingreifen. Das heißt nicht, dass jede Strategie super funktioniert. Ja, die Märkte reagieren unterschiedlich. Deswegen dieser Halbautomatismus, man kann noch interagieren, sollte es notwendig sein. Denn die ganzen Automatismen, die es so gibt, die Trading-Strategien, die fix fertig laufen und funktionieren, die handeln halt alles, was laut Strategie gehandelt wird. Und man kann dann nicht mehr eingreifen. Und
wenn ich sehe beim Signal, okay, das ist jetzt zwar ein Signal, aber eigentlich bin ich in der falschen Trendrichtung oder es bildet sich gerade ein Umkehrstab in die andere Richtung und ich möchte lieber nicht rein, dann nehme ich das Signal halt nicht. Und diese Entscheidung ist eine sehr wichtige Entscheidung. Und alles Weitere macht dann das Setup für Sie. Und wenn Sie Ihr Risiko gering halten und diese Verlusttrades, die auch passieren, so klein wie möglich im Verlust halten, dann sind die Trades, die dann wirklich nach oben marschieren, die Sie auf alle Fälle ins Plus bringen werden. Auch wenn das Trading, vor allem Daytrading, ein sehr, sehr schwieriger Job ist, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, für den Replay sind Tick-Daten geladen. Warum? Sonst könnten wir ja die Ticks hier nicht sehen. Natürlich, wenn Sie jetzt im End-of-Day-Bereich im Tageschart was runterladen, dann sind die Tick-Daten vielleicht nicht schlechter, dann ist das natürlich eine große Datenmenge, die man nicht unterschätzen kann. Was man einstellen kann, hier und wo war das? Replay-Historie, und zwar okay, hier kann man halt noch rückwirkend zusätzlich historische Daten wählen, damit man nicht bei Null startet. Ja, Sie haben ja gesehen, das Replay startet, aber ich habe davor schon auch eine Historie. Das kann man hier einstellen, aber ja, es sind Tick-Daten. Und man sieht hier, der Supertrend hat für dieses Signal, ja, das ist natürlich ein gewähltes Signal, wo ich gewusst habe, dass das jetzt funktionieren wird, super funktioniert. Ja, ich bin im Trade und läuft jetzt schon über mehrere Tage. Ich muss jetzt dann aber dann raus aus dem, also ich muss nicht raus, aber das ist jetzt der Freitag und meine historischen Daten hören dann auf, aber läuft. Und da stellt sich halt eben die Frage, wie man das so einstellt. Aber das ist jetzt genau das, was Sie jetzt ausprobieren können und irgendwo eine Woche runterladen oder zwei und dann mal einfach traden. Signale ausprobieren, Signale beobachten, Indikatoren in den Chart legen und zu verstehen, wie funktioniert der Indikator, wie wird der berechnet, Trading-Strategien, wie funktionieren die, wie werden die berechnet und das alles einmal ein Stück weit verstehen, ist ja sehr viel in der Software vorhanden. Jetzt sind wir draußen. Strategie vorbei, war ein schöner Lauf vom 7. bis zum 9. Sie sehen auch hier im Trades Manager im Grunde genommen dann auch die Trades, die dann eingegangen worden sind und können das auch im Nachhinein exportieren ins Excel und dann noch analysieren, wenn Sie das möchten. Und so probieren Sie einfach in gewissen Szenarien unterschiedlichste Strategien aus und werden sehen, das funktioniert ganz gut. So, ich habe gerade gesehen, wir sind ja schon einiges über der Zeit. Daher werde ich jetzt einfach mal durch in den Chat einmal so durchscrollen und mir ein paar Fragen durchlesen, wenn die noch offen sind und das beantworten. Wenn Sie Fragen jetzt haben, bitte einfach nochmal überlegen und nochmal reinschreiben. Und dann werde ich versuchen, da eine Antwort zu finden. So, Herr Felix Renner, ja, Sie können Volumen in die Strategie mit einbinden. Ja. Diese Strategien, die Sie jetzt hier gesehen haben, sind über den Condition Score gemacht, die kann man auch einsehen, zum Beispiel das Turtle Long Signal, das wir jetzt öfters gesprochen haben, und hier haben Sie die Möglichkeit mit Drag and Drop, das sind einfach hier von dieser Spalte oben, entweder Datenserien, Open, High, Low, Close, Indikatoren, Premium ist halt was man bei uns kaufen kann, eigene programmierte Indikatoren verwenden
oder Conditions. Sie können ja kleine Conditions schreiben und die dann wieder verwenden in größeren, was das betrifft, und auch wieder programmiert. Werte kann man verwenden. Es gibt einfache und erweiterte Berechnungsfelder, mit denen man sich dann auch mehr ausrechnen kann und Vergleiche, Ranges ausrechnen kann, was das betrifft. Und hier könnten Sie natürlich auch den Volumenindikator mit reinnehmen, wenn Sie Volumendaten bekommen und haben hier den Volumenindikator und sagen, wenn das Volumen größer so und so viel ist, ja, dann soll das passieren. Und man hat ja auch die Möglichkeit, hier eine Zeiteinheit zu definieren und sagen, das Volumen aus der einen Minute soll dafür herangezogen werden. Und so kann unter anderem das Volumen ein Kriterium dieser Condition sein, um Ihnen ein Signal dann anzuzeigen im Scanner. Und so könnte man das bewerkstelligen. Also Volumen, gibt es ja unterschiedliche Volumensindikatoren in unserem Volumenpaket, also dieses Add-on, das es gibt, gibt es ja hier dieses Volume Package, da haben wir noch viel mehr, was das betrifft, das sind die Conditions, da haben wir aber auch Indikatoren, programmierte, ah ja, hier. Und da gibt es dann noch gewisse Volumensindikatoren, die für Conditions wiederum herangezogen werden können. Weil ich es beim letzten Mal auch nicht geschafft habe anzukündigen, dass sozusagen jeder, der ein Paket hat, Markttechnik Pro, COD, Volumen eben oder eins der Partnerpakete, das waren jetzt die internen, diese ganzen Inhalte finden Sie dann eben zum Beispiel hier im Condition entwickeln zur Verwendung in den Indikatoren-Dialogen zum Anzeigen. Sie können neben dem Arbeitsplatz, den wir ausliefern, ja, Sie haben ja zu jedem dieser Add-ons hier einen Arbeitsplatz, zum Beispiel Volumen-Package, geliefert bekommen. Da sehen Sie mal alles, was so im Volumen-Paket möglich ist. Sie können aber diese Elemente in jedem Arbeitsplatz selbst anwenden, indem Sie hier zum Beispiel die Volumensindikatoren einfach in den Chart legen und dann bekommen Sie hier die Week of Wave angezeigt und können das auch als Analysekriterium mitverwenden. Und ja, es ist ja alles konfigurierbar hier im Agena Trader und unsere Ausbildungskanäle Agena Space, ganz wichtig, die zeigen Ihnen, wie Sie mit der Software umgehen können, wie Sie die Software lernen können. Und da gibt es ja unzählige Videos, Kurzvideos, Verbindungsanleitungen, die Webinare wie das heutige, das da hochgestellt wird, Softwareblogs, FAQs, Foren, wo man sich mit Leuten unterhalten kann, weitere Webinare bzw. die ganzen Add-ons werden hier vorgestellt in Webinaren. Das findet man alles hier zusammengefasst. Man braucht hier nicht mehr suchen bei Agena Trader, sondern wird sogar mit einer kurzen Info, wenn was Neues im Agena Space ist, informiert, dass man da sich wieder was ansehen kann. So, wieder zu den Fragen zurück. Die Condition, also wenn man ein Signal angezeigt bekommen haben möchte, dann legt man das entweder hier, also ich habe es mir in die Action Bar gelegt, Sie können hier bei Rechtsklick unter Indikatoren Ihre Conditions anlegen in die Action Bar und dann aktiviere ich mir die Condition im Chart. Und ganz wichtig, Indikatoren, wenn wir das bearbeiten, dann habe ich hier die Möglichkeit, im Feld Same as Input Series oder New Panel auszuwählen. Das New Panel heißt, er macht so wie das den RSI in einem eigenen Bereich auf. Same as Input Series heißt, er eröffnet das Signal im Hauptchart. Das kann man hier noch einstellen. Und dann wird es so angezeigt. Und in weiterer Instanz, der Scanner wiederum, der scannt basierend, Instrument Escort, basierend auf dieser Standard Session, was hier aktiv ist, ja, was hier in Signalen aktiv ist, kann ich mir hier im Scanner mit dem Analyzer, ja, das ist ja das hier, dieses Element, das ich mir dann rüberziehe, und dort stelle ich mir wiederum diese Session ein, habe unterschiedliche, aber diese Standard zum Beispiel, die Zeiteinheit, in der das gemacht werden soll und wie viel Bars diese Strategie benötigt, kann es anders beschriften, eine andere Hintergrundfarbe nehmen, und dann, wenn ich das einstelle, fängt er mir hier an, wenn die Daten reinkommen, die Signale zu scannen, und Sie können dann aus dem Scanner heraus Ihre Trades quasi in den Chart legen.
Welchen Datenfeed ich benutze, ist ganz offen. Also ich habe jetzt verwendet für diesen Download Taipan. Die bieten sehr viel an historischen Daten und Dickdaten an. Auch DailyTrader ist zu empfehlen. DailyTrader bietet, was die Dickdaten betrifft, den Download, also Realtime auf alle Fälle so 2 Wochen, glaube ich, bis 1 Monat. Historische Downloads müsste man ausprobieren. Ich habe es jetzt mit Taipan gemacht. Aber auch IQFit und Barchart sollten dazu tauglich sein. Auch gewisse Broker-Datenfeeds sollten dazu tauglich sein, wenn man jetzt FXEM oder FXFlat oder sowas, Dukas Copy etc. verwendet und jetzt auch CFDs, XDB, CFDs zeigt. Man muss halt immer aufpassen, wie viel diese Datenfeeds dann in historischen Daten downloaden. Mal mit wenig anfangen, 1, 2 Instrumente, einen Tag, eine Instrumentliste, einen Tag, und wenn er eine Woche schafft, schafft er eine Woche. Aber das ist ganz Ihnen überlassen dann, ja. Kann man Setup programmieren, eine rote Kerze und dann eine grüne Kerze zusammen? Natürlich kann man machen. Man muss sich ja, das muss man halt dann ganz genau definieren. Wenn man sich hier kurz ansieht, Condition ist gerade zum Beispiel, machen wir mal Reversal Bar, zum Beispiel grün. Ja. Wie definiere, ob es eine rote oder grüne Kerze ist? Open, kleiner, close ist eine grüne Kerzen, open, größer, close ist eine rote Kerze. Dann, damit hat man diese 2 Parameter eigentlich schon einmal definiert. Und wenn ich jetzt reingehe und sage open, kleiner, close und das zweite Zeile open, größer, close, dann habe ich eine, zeige mal ein Signal an, wenn eine grüne und eine rote Kerze aufeinander folgen. Das sagt zwar noch nichts aus, was für Kerzen das sind, also welche Kerzenform das hat. Das muss ich mir dann im Weiteren noch genauer ausrechnen mit diesen Ranges, also mit dieser einfachen oder erweiterten Berechnung. Das wäre die einfache, wo ich mir zum Beispiel eine Range ausrechne, Open minus Low, dann kriege ich die Range dazu aus und kann mir so unterschiedliche Kerzenformen eigentlich ausrechnen. Da gibt es ein Webinar, das heißt Reversal Bar Berechnung, das ist vor 1 Monat passiert, finden Sie online. Da habe ich ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie man diesen Reversal Bar baut und wie man das mit diesen Ranges umgeht und das ausrechnet. Hier haben wir die erweiterte Berechnung. Das kann man alles eigentlich machen, im Großen und Ganzen, ohne Programmierung, Track and Drop. Das Volume Package, das ich jetzt gezeigt habe, ist ein Add-on. Ich glaube 400 €, 350, 390 € kann man das dazu kaufen zu einer Trommel-Version, ist nicht enthalten, man muss es dazu kaufen. Es gibt aber schon ein paar Volume-Indikatoren in der Andromeda. Eben, es gibt den normalen Volume-Indikator, den können wir uns rein, und dann gibt es da ein Volume Up-Down, es gibt da so ein Volume Profile. Also es gibt hier ein paar Indikatoren, die schon in der Andromeda-Version standardmäßig mit dabei sind. Ja. Das Volume Package, wenn man dann wirklich tiefer reingeht, also das Volume Package enthält so gut wie alles, soweit ich informiert bin, was man so im Volumen Trading braucht. Und da taucht man ein bisschen tiefer ein. Ich kann einmal gern, jetzt einfach einmal hier, soll man sich hier Stopp klicken, ganz wichtig, genau, den Replay Squad kann man nur hier über die Stopp-Taste beenden. So, Arbeitsplatz, Volume Package. So. Und das ist so der Arbeitsplatz, den man dann damit geliefert bekommt in diesem Volume Package. Und hier haben wir schon ein paar historische Daten, da sehen wir schon ganz gut die unterschiedlichsten Volumensindikatoren, die es dann so gibt und man dann auswählen kann. Und man, es gibt auch dann die Videos, wie man das Ganze anwendet, der Volume, was ist das, der Volume Session Indikator, Volume Area, da kann man sich dann von links nach rechts das selbst einzeichnen, das Volumen von dieser Zeit, ja,
den man gewählt hat. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Volumen-Package dann umzugehen. Ist ja viel Inhalt mit dabei, aber gibt es eben diese Online-Vorstellung, das Video dazu, ganz, ganz viele Kurzvideos, wo jeder einzelne Indikator erklärt wird, kann man sich anschauen. Wir wollen ja zu jedem Paket, das wir zur Verfügung stellen, auch die Ausbildung liefern. Weil es bringt die beste Trading-Strategie oder der beste Indikator nichts, wenn die Personen oder wenn man eben nicht versteht, wie sie funktionieren. Ja. Die Frage JFD, kommt das? Ja, das kommt, ist in der Programmierung. Wir rechnen in den nächsten 2 Monaten damit. Ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Ja, ja, mit dem Yahoo-Feed. Naja, mit dem Yahoo-Feed kann man keine Daten runterladen mit dem Record Replay Escort, weil der Yahoo-Feed eine Online-HTML-Seite ist, wo Daten passieren. Das sind ja auch keine Dick-Daten, die man da runterladen kann. Das ist wirklich Open, High, Low, Close, soweit ich weiß. Also mit dem Yahoo-Feed glaube ich nicht, dass man das umsetzen kann. Da braucht man wirklich einen Datenfeed, der diese Daten anbietet. In der Action Bar, Sie gehen rechtsklick in die Action Bar, muss man so ein freies Feld finden, Indikatoren bearbeiten, dann haben Sie alle Ihre Indikatoren, die jetzt in der Action Bar sind oder Sie halt hier von links nach rechts gezogen haben und dann bearbeiten, also alles, was hier in der Mitte drinnen ist, ja, wichtig, da drin sind die Elemente. Die müssen zuerst in die Mitte gezogen werden oder bei Doppelklick in die Mitte kommen. Und wenn das in der Mitte ist, kann man ganz rechts die Parameter verändern. Und dann klickt man auf Apply. Bitte wirklich nur Apply. Apply for all wenn man auch ändern. Das wird dann global alle Arbeitsplätze überschreiben. Und dann haben wir vielleicht, dann muss man das wieder neu bearbeiten. Ja. Werden wir aber dann noch ändern. Ja, einen Negativwert kann man sich natürlich nicht ausrechnen lassen. Man muss immer den höheren Wert natürlich als erstes nehmen. Wobei es bei größer, kleiner ist es ja wurscht, ja, weil close ist kleiner, open, ja. Ist ja nur ein, ist es ja oder nein, das ist der Software egal. Wenn ich mir eine Range ausrechne, da kommt ja ein vorläufiger Preis raus, denn der kann nicht negativ sein, natürlich. Ja. Aber ob ich jetzt bei Open ist größer, Close oder umgekehrt, das nach hinten oder nach rechts oder nach links setze, das spielt eigentlich keine Rolle. Am Schluss kommt 0 oder 1 bei der Condition raus. Bei den Negativzahlen, was ich berücksichtigen muss, und da haben es natürlich richtig, Negativwerte bringen gar nichts in diesen Berechnungen. So, na, ich wollte jetzt den Reversal Bar, da sieht man es besser. So, den zum Beispiel hier. Also hier ist es egal, ob ich hier jetzt größer oder kleiner mache, zeigt man dann halt einen roten oder einen grünen Bar an. Bei den Berechnungen, ja, da kann ich nicht low minus open machen. Da kommt minus raus, das bringt mir nichts. Da muss ich schon open minus low machen. Da muss ich immer den höheren Wert quasi dann vorannehmen. Aber da oben ist es eigentlich egal, ob ich jetzt das links, das open oder rechts, das open habe und dann halt den Vergleich auswähle. Das ist wirklich eigentlich egal. Können Sie einfach auch ausprobieren, einfach einmal so in den Chart legen. Er zeigt Ihnen dann alle roten Bars an und oder alle grünen Bars dann im Endeffekt an. Die Reihenfolge der Indikatoren unten im Chart ändern, das müssen Sie im Grunde genommen hier machen. Ja, das sind Ihre Indikatoren und Sie können bei Drag and Drop die Sachen dann nach oben schieben oder nach unten schieben. Ja. Sollte eigentlich möglich sein. Ja. Okay. Ansonsten rauslöschen und neu reingeben. Ja. Bin jetzt in der 2.0 unterwegs, die ist noch in der Entwicklung, da können solche Sachen noch vorkommen. Aber probieren Sie es einmal mit Drag and Drop und wenn es nicht geht, dann bitte einfach hier das Ding rauslöschen und wirklich einsortieren in der Reihenfolge, wie Sie das brauchen. Hier das Ding nach oben und unten schieben, das geht eben nicht. Sie können es nur größer und kleiner machen in dem Fall.
Nein, also mehrere Indikatoren auf einen Button geht leider nicht. Also ein Button pro Indikator. So, ich schaue mal durch, ob ich was übersehen habe. Da ist eine Frage, das Stop wird immer um 22 Uhr gelöscht beim CFD-Broker. Naja, wichtig dabei, ist es eine Position, dann ist der Stop am Broker. Ja? Wenn der Broker einen Stop dann löscht, rejected, warum auch immer, dann bitte den Broker nachfragen, warum das so gemacht wird. Wenn es ein Order ist, dann ist der Stop ja noch nicht, dann ist der Stop noch nicht beim Broker, aber dann ist die Logik ja auch noch nicht einmal gestartet, dann sollte sie auch nicht rausfliegen. Also wenn Sie eine Position aufmachen, Stop Loss etc., wird zum Broker geschickt, weil die Position, weil die Order gefüllt wird und wir eine Position haben, dann ist das ja alles beim Broker. Ja? Und dann müsste man schauen, warum wird es gelöscht? Löscht der Broker aus irgendeinem Grund raus? Weiß ich nicht. Man kann sich das dann untersuchen im Order-Protokoll, von wem es gelöscht wird. Hier unter Tools, Handelsinformation, Order-Protokoll. Da kann man sich dann hier das Symbol einstellen und die Zeit, wo das passiert ist. Und da sieht man dann, ist ein bisschen umfangreich, das Protokoll, das muss man ein bisschen lesen lernen. Aber da sieht man, wo diese Stop-Loss-Order gelöscht worden ist. Wichtig dabei, es gibt so ein paar Einstellungen, auf die man achten muss, die man vielleicht übersehen könnte. Handelspausen kontrollieren, ob ich hier nirgendwo auf Flat bin. Risikoverwaltung kontrollieren, ob ich hier vielleicht keinen handelsfreien Zeitraum und auf Flat bin. Das würde dann aber halt die komplette Order betreffen und nicht nur den Stop-Loss. Aber das bitte einfach einmal prüfen, liegt es beim Broker, von wem wird es rejected? Ja? Das Ganze, wenn das über Nacht nicht akzeptiert wird. Die Software, der Generator zeigt nur das an, was so die API auch zurückgibt, aber wenn Sie es nicht selbst lösen können, dann bitte an den Support schreiben und dieses Handelsprotokoll ja, gleich mitschicken. Dann können wir mal kurz nachschauen, wer löscht es, warum wird es gelöscht und können Ihnen ein paar Tipps und Hilfen geben, wie man das lösen kann. Okay, also wenn es Day-Orders sein, also Sie haben ein Good Deal-Date, Ablaufdatum, dann werden Sie natürlich am Ende des Tages gelöscht, aber die Stop-Loss-Orders sind eigentlich so lange im Markt, bis sie gecancelt werden, also Good Deal-Cancel-Orders, außer Sie haben das selbst geändert. Ist es AT++ oder sind es diskretionäre Orders? Herr Ruth, ich meine, im Grunde genommen, die Signale links, das sind ja so die Ausgangspunkte, um überhaupt einmal Order zu kreieren, wenn man nach Signal handelt. Und wenn ich dann quasi die Order reinlege und aktiviere, dann geht einmal nur die Order rüber und Stop-Loss, Target, was auch so dabei ist, erst wenn es gefüllt wird. Man kann mit synthetischen Orders arbeiten, dann bleibt es nur in der Plattform und erst wenn der Preis gebrochen wird, kommt man rein, aber im Grunde genommen starte ich ja ohnehin einmal erst mit dem Signal und würde dann die Order sofort rüberschicken, wenn ich nach am Signal einsteigen will oder mir zumindest die Order irgendwo hinlegen auf eine Position, wo ich sage, wenn jetzt der Preis noch durchbricht, dann soll die Order geschickt werden. Wenn es eine diskretionäre Order ist, bitte, dann haben Sie das selbst, können Sie das ja selbst einstellen und dann bitte nochmal prüfen im Order-Balken, ich werde mal in einen anderen Arbeitsplatz wieder wechseln, weil wenn ich das hier lade, dann dauert das zu lange.
Aber können wir vielleicht hier einfach mit dem Replay, das geht am schnellsten. So, und wenn Sie hier diskretionäre Order eigentlich reinlegen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Order zu bearbeiten. Ja? Das heißt, das ist hier, bearbeitet man das. Und da hat man hier Good Deal Cancelled, Dark, Good Deal Date. Und das ist, also diese Option ist halt normal Default eingestellt. Das heißt, die Order wird erst gelöscht, wenn Sie das, also wenn es nach einer Logik gelöscht wird, nach einem Tag oder nach einem gewissen Datum und einer Uhrzeit soll das gelöscht werden. Das sind diskretionäre, das geht auch bei AT++. Bei AT++ haben Sie halt die Option, hier bei der Einstiegsorder, aber nicht für den Stop-Loss und für das Target. Und ja. Wenn es GTC ist, dann soll es eigentlich funktionieren, aber dann, wie gesagt, bitte mal das Order-Protokoll durchschicken, zuschicken, schreiben Sie dazu, welchen Broker das verwenden, welchen Datenfeed und welche Genetrader-Version, und dann schauen wir uns das einfach an, wo das gecancelt wird. Ja? Die Frage, Herr Kita, verstehe ich nicht ganz. Pausen bei den Handelszeiten kann man einstellen, ja, damit Sie keine falsche Währung handeln. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Was ist der Sinn dieser Handelszeiten, wenn Sie sagen, okay, zur Mittagszeit von 12 bis 1, da tradet keiner, da will ich auch keine Trades eingehen, dann stelle ich mir halt Handelspausen ein. Oder ich stelle mir Handelspausen ein, um aus gewissen Märkten rausgekauft zu werden. Also wenn ich Daytrade und sage, ich möchte keine Position über Nacht behalten, sondern immer nur innerhalb des Tages, dann kann ich mir zum Beispiel einstellen in der Nasdaq, Nice etc. habe ich da drinnen, wenn die bis 22 Uhr läuft, dass ich dann von 21.55 bis 22.10 eine Pause mache und bei Flight wird mir die Order rausgenommen. Und halt muss ich mich halt auf den Handelszeiten der Börse dann jetzt ein bisschen orientieren. Kann das Ganze aber auch, wo mache ich das umsonst zu, hier unter der Risikoverwaltung machen und hier einen handelsfreien Zeitraum wählen und hier auch auf Flat auswählen. Dann ist das generell, brauche ich nicht die Börse einzeln auswählen im Großen und Ganzen. Kurz noch die Info für vorhin, der Replay. Die Replay Simulation gibt es hier als Konto. Risiko pro Trade war ich bei 0,25%. 10% maximal Investment. Bei 100% meiner Buying Power kann man hier eintragen. Was das betrifft, geringes Risiko, immer Vorteil. Genau, synthetische Order, die bleibt bei Ihnen auf der Plattform. Das heißt, sie ist auch nicht in einem Orderbuch oder sonst was. Sie wird dann, wenn sie erreicht wird, Market rübergeschickt. Ja. Okay, ja, natürlich, wenn Sie das können schon so einstellen. Also das im Prinzip könnten Sie ja auch das, also wenn Sie eine rote und dann eine grüne Kerze haben wollen und sagen, wenn es der rote ist und die grüne Kerze schließt überall der Vorgänger roten, dann wollen Sie einsteigen, dann ist das auch ein bisschen anders möglich. Machen wir einfach was Neues. So. Test, Loan. Da kann ich mir dann auswählen, unterschiedlichsten Sachen. Scanner-Text, die kommen mit 2.0 dazu. Ja, das sind Einstellungen, wie der Scanner das anzeigt oder ob ich Text im Chart habe. Einstieg haben wir hier einfach kurz gesagt. Und dann sage ich jetzt einfach, okay, das Close und das Open. Das heißt, das Close ist in dem Fall kleiner wie das Open, dann haben wir eine rote Kerze. Dann mache ich mir, ist egal in welche Richtung das jetzt wieder mache,
Nochmal wieder bleiben wir bei der gleichen Richtung und dann mache ich das umgekehrt. Kann jetzt aber auch das viel einfacher noch gestalten. Ja, schauen wir mal, nehmen wir mal eine rote Kerze und na, eigentlich weißt du, wer das eh die simpelste. Dann sagen wir halt einfach hier Parser Go 1. Ja, jetzt habe ich das Close ist kleiner als wie das Open, ein Bar zurück und das Close ist größer wie das Open am aktuellen Bar. Ja, okay. So, keine Kategorie. Test. Schauen wir mal, was mir das Ding da liefert. Jetzt habe ich natürlich noch nicht, jetzt habe ich mal, wie man hier sieht, eine rote und eine grüne, was ich jetzt noch nicht definiert habe, dass das Close ja höher sein sollte wie das Open von der Vorkerze. Und das müsste man jetzt noch zusätzlich definieren. Dass man sagt, dass das Close der aktuellen Kerze ist größer wie das Open der vorherigen Kerze. Probieren wir das einmal aus. So, und dann sehen wir hier, haben wir Kerzen, die rot und dann grün sind, aber das Close also ist größer wie die Vorgängerkerze. Ja. Und das kann man dann eh gut im Chart ja prüfen. Man kann ja jede Condition wird auf Richtigkeit im Skript geprüft und dann kann man im Chart sich gleich in der Historie anschauen, hat man es richtig gemacht oder nicht. Und das hat jetzt ungefähr 15 Sekunden gedauert. Nochmal kurz die Frage zum Synthetischen. Die Synthetische liegt nur bei Ihnen auf der Plattform und sobald sie berührt wird, die Order wird sie Market an den Broker geschickt, was das betrifft. Ja. Also die Order gelangt nie zum Broker, sondern die Order, die sind aber sofort ausgefüllt. Also nur Market Order geht drüber. Ja. Die Stop Order, die Sie als synthetisch anlegen, die sehen es nur bei Ihnen auf der Plattform. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, das hat sich ein bisschen schon eingeschwungen, dann beenden wir das Ganze hier. Wenn Sie noch Fragen haben, ich nehme gerne noch ein bisschen Zeit, dann bitte einfach noch was reinschreiben. Wenn ich was übersehen habe, passiert sind sehr viele Fragen gekommen. Ich glaube, das sind ungefähr 30, 40, 50 Fragen, die im Laufe des Ganzen da beantwortet wurden. Und dann bitte nochmal reinschreiben, ja. Und man sieht es. Die Höhe, ja, sicher kann man es einstellen. Mamas ist ja ganz klein, man kann auch hergehen und sich das Ganze hier im Hauptfeld anzeigen, ja, dann habe ich die Pfeile. Dann bekomme ich halt die Pfeile, die ich farblich gesehen hier eingestellt habe. Also hier habe ich rot, ich kann eine andere Farbe auswählen. Kann man die Periode heißt, machen wir das da violett oder sowas. Text machen wir auch wieder violett. Zack. Kurz Skript neu laden. Und dann bekomme ich hier violette Bars und eine Beschriftung dazu. Kann man dann einstellen. Aber wie gesagt, die Beschriftung gibt es ab 2.0. Die Barfarbe, also die Periode, kann ich jetzt auch schon in der 1.9 einstellen. Ja, das Fenster, wenn Sie einen Indikator oder eine Condition entfernen und dann neu einfügen, dann wird es wieder so groß. Wir haben auch gemerkt, wenn man was entfernt, schauen wir mal, ob das wirklich noch der Fall ist. ADL, nein, immer nur das Neueste. Also wenn Sie ein neues Element hinzufügen, dann hat das eine Standardgröße und Sie müssen das wieder anpassen. Die Software merkt sich
Also man könnte das natürlich so einstellen, dass es sich einen Wert merkt, aber durch das, dass das Hin- und Herziehen hier sehr ungenau ist, welchen Wert soll sie sich merken, ja? Das ist immer so, wenn Sie einen Indikator raus und reinnehmen, dann haben wir halt hier die Thematik, dass das neu definiert werden, wie groß das Ganze gestaltet wird. Ja, Herr Kovacic, Sie können auch mit dem Super Trend ein Signal erstellen. Alle Indikatoren, die es in der Plattform gibt, können Sie im Conditional Scoring verwenden. Okay, Herr Kita, weiße Spalte, kann jetzt nichts damit anfangen, wie Sie das meinen. Weiß ist es halt dann, wenn kein Datenfeed irgendwie verbunden ist oder keine historischen Daten dazu vorhanden sind. Das kann ich hier so verschieben, ja. Hier funktioniert dieses Drag-and-Drop-Verschieben auch. Weiß ich nicht, was das genau ist. Bitte ein Bild davon an Support schicken, ja. Die Standardgröße ist eben nicht einstellbar, Herr Kufner. Man kann die Pfeile nicht in unterschiedliche Höhe, Herr Thorsten, einstellen, aber man kann die Größe unterschiedlich einstellen. Man hat die Möglichkeit, unterschiedliche Pfeilgrößen zu verwenden. Und das geht hier, also Pfeil, und dann hat man hier von Tiny bis Huge unterschiedliche Pfeilgrößen, die man sich einstellen kann. Damit könnte man dann überlappend dann unterschiedliche Pfeile eventuell anzeigen. Ich weiß nicht, wie das so agiert. Die Größe kann man verändern, aber nicht das untereinander. Ich glaube, da gibt es irgendwo noch ein Ticket, haben wir aber mit der 2.0er, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Ja, Herr Runner, wenn Sie eine Condition schreiben mit dem MACD und sagen, wenn MACD Wert so und so, ja, dann gibt es ein Signal und dann sagen Sie, passt, die Periode der Bars, die wird dann grün oder blau, ja, und dann machen Sie eine zweite Condition und wenn wo die zweite Regel ist, also Sie brauchen halt dann zwei Regeln, wenn der MACD diesen Wert überschreitet oder den Wert betrifft, dann soll eine andere Farbe sein. Da brauchen Sie halt für jede Condition also für jede Regel eine Condition, weil Sie die Farbe ja nur einmal wählen können. Es gibt kein Entweder-Oder. Also zwei Conditions bauen, MACD ist größer gleich diesen Wert, MACD ist kleiner gleich diesen Wert und dann können Sie das mit den Farben so wählen. Gut, dann hätten wir das Webinar soweit, würde ich sagen, gelöst. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was zeigen können, wieder, wie Sie als entweder Einsteiger in die Plattform die ganzen Stops und Targets kennenlernen können und die Signale, die ja mitgeliefert werden, die für Übungszwecke da vorhanden sind. Deswegen habe ich mich auch auf diesen Signalen orientiert, die mitgeliefert werden. Und Sie brauchen ja dann Datenfeed, aber auch Taiban, Barchart, IQ und Teletrader bieten ja 30 Tage Demos an. Da kann man sich das ja mal, sag jetzt einmal, holen und dann diese Daten runterladen. Die bleiben ja auch in der Software gespeichert und werden nicht gelöscht. Und dann können Sie da wochenweise irgendwo Ihre Trading-Strategien ausprobieren und die ganzen Stops und Targets kennenlernen und auch ein bisschen verstehen lernen oder für sich erkennen können, wie sie am besten in den Märkten agieren und welche Signale mit welchen Strategien funktionieren und
wie die Strategien in Seitwärtsphasen umgehen oder auf schöne Trends aufspringen, ist ja mit allen Sachen möglich. Kann man dann ja auch mit den Add-ons, Markttechnik, Volume, COT oder den Partner-Packages ausprobieren. Das kann man ja alles dann durchtesten, also egal was Sie, welche Kombination Andromeda alleine, Andromeda plus Package Sie haben, das dann einfach hier mit dem Record Replay Squad einfach testen, durchprobieren und in, glaube ich, 5 bis 10 Minuten hat man so eine Woche an Replay-Daten durchgespielt bei Geschwindigkeit 100, 150, aber man sollte sich natürlich die Zeit nehmen und das dann zwischendurch stoppen und sich Signale genauer ansehen, die man dann eingeht und am Schluss kriegt man irgendwo eine Auswertung, passt, wenn ich diese Woche diese Signale laufend gehandelt hätte, wäre ich mit einem Plus so, von so und so viel ausgestiegen. Achtung, Ordergebühren haben wir jetzt nicht einberechnet, diverse Slippage oder natürlich handeln Sie ja auf keinen Märkten, wo unterschiedliche Ausführungen stattfinden können und Sie ja aufs Orderbuch auch angewiesen sind, vor allem wenn der Markt nicht liquide ist oder wenig liquide ist, aber man hat zumindest einmal eine ungefähre Idee, dass man da in die Richtung hinkommt. In diesem Sinne, danke für Ihre Teilnahme und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Danke für das Lob, das da gerade ankommt. Und nächste Woche geht es wieder weiter. Werden wir wieder ein Thema herannehmen, das man vorstellen kann. Muss man euch noch überlegen. Gibt aber nächste Woche dann wieder E-Mail dazu, dass Sie wissen, was beim Webinar kommen wird. Und wünsche Ihnen einen schönen Abend, restliche schöne und vielleicht noch erfolgreiche Woche mit der Genadreda oder erholsame Woche mit der Familie oder mit den Freunden. Und wir sehen uns oder hören uns in dem Sinne das nächste Mal. Tschüss.